Willkommen in Berlin. Willkommen zu den Sternen des Sports. Liebe Sportlerinnen und Sportler, vielleicht stehen Sie alle mal auf, ganz für einen kleinen Moment. Wir wollen Danke sagen und Ihnen die Wertschätzung entgegenbringen, die es leider ja viel zu selten für das gibt, was Sie tun. Heute zählt nicht die sportliche Höchstleistung. Ausgezeichnet wird der gesellschaftliche Einsatz. Mit Herzblut agieren Vereine in unterschiedlichen Bereichen. Jetzt gibt's das Dankeschön. Die Sterne des Sports, eine Erfolgsgeschichte, initiiert vom Deutschen Olympischen Sportbund und den Volksbanken Raiffeisenbanken. Und das bereits zum 12. Mal. Eine Gala, 500 Ehrengäste und die Bundeskanzlerin. Angela Merkel ehrt die 17 besten Vereine. Ich bin sehr gerne dabei, weil hier deutlich wird, was in der Breite im Land alles geschieht. Ich kenne eigentlich kaum eine Veranstaltung, die die Möglichkeit gibt, dass wir eben von aus allen Landesteilen die Möglichkeit haben, hier Projekte kennenzulernen. Und ich finde, sowas muss einfach ans Tageslicht, damit die Menschen das wissen und damit vielleicht sich auch noch mehr engagieren, aber damit die, die es machen, auch bei manchen Widrigkeiten, die auftreten, sehen, es wird anerkannt in dieser Gesellschaft. Erstmals wird auch ein Publikumspreis vergeben. Drei Vereine, die die Bundesjury hierfür nominiert hat, stellen sich den Internetnutzern zur Wahl. Und der Sieger des Publikumspreises im Jahr 2015 ist Sport ohne Grenzen e.V. Die Spannung steigt. An wen wird der große Stern des Sports in Gold verliehen? Großer Stern des Sports in Gold 2015, VfL Bad Wildungen. Es ist schon Freude dabei, jede Menge Freude. Stolz ist das falsche Wort, aber Freude dabei. Freude, diese Anerkennung bekommen zu haben. Eine kleine Belohnung und diese Anerkennung auch weitergeben zu können an all die vielen, die damit beteiligt sind. Der VfL Bad Wildungen in Hessen ist schon seit 2014 Anlaufstation für Flüchtlinge. Der Verein kooperiert mit der Diakonie, Schulen, Sprachpaten und Behörden. So trainieren sie nicht nur kostenlos, sondern fassen in der Gemeinde Fuß. Die Idee von einem friedlichen Miteinander vereint sie. Der zweite Preis ging an den TSV Georgsdorf aus dem Weser-Ems-Kreis. Der dritte an den FC Süderelbe aus Hamburg. Es ist für die so wichtige Basis unserer Vereine, 90.000 an der Zahl unter dem Dach von Sport Deutschland, die höchste Auszeichnung, die schönste Form von Anerkennung und damit wertvoll im Sinne der Motivation. Sport verbindet Menschen. Die Menschen sind Teil unserer Organisation. Wir haben 18 Millionen Mitglieder. Nahezu alle haben schon einmal Sport getrieben oder tun dies noch aktiv. Und es ist doch eine ideale Verbindung, sich auch in der gesellschaftlichen Verantwortung vor Ort den Vereinen zuzuwenden und tolle integrative Projekte, gesellschaftswertvolle Projekte durch die Vereine fördern zu lassen. Und das gemeinsam mit der Genossenschaftsbank vor Ort eine ideale Verbindung. Die Sterne des Sports, auch 2015 mit enormer Sogwirkung. Die Auszeichnung möchte weitere Vereine motivieren, teilzunehmen. Berlin spornt die Vereine vor Ort an. Das Bundesfinale ist ein Dankeschön an ehrenamtliches Engagement. Auf viele weitere Jahre Sterne des Sports.